Hallo, meine lieben Cinema-4D-Freunde. Diesmal mal wieder etwas anderes. Ein kleines Let's Play. Und zwar ein Spiel, das nennt sich Papo und Joe. Das ist ein Jump-and-Run, Action-Adventure, wenn man so möchte. Und ist so ein bisschen ein Indie-Game. Ja, da die Kaufoptionen, das sind immer günstige Spiele, grundsätzlich alle Indie-Games. Und ja, nicht jeder will aber dann trotzdem irgendwie 20 Euro oder sowas dafür ausgeben. Na, ich habe dieses Game jetzt hier mal ausgegraben und werde das für euch mal anzocken, eine gute Stunde oder wie lange ich eben Bock habe. Und dann könnt ihr euch einen kleinen Inside-Eindruck von dem Game verschaffen und euch das vielleicht selber besorgen und ein bisschen durchdaddeln. Nur, deswegen starte ich einfach mal ein neues Spiel und wir werden dann sehen, was da so abgeht. Ich hoffe, der Sound und so weiter passt alles. Ich habe versucht, das vorher einmal so ein bisschen Probe zu spielen, um alle Einstellungen richtig hinzubekommen, sollte also passen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal das Intro an. Ne? Ich weiß über dieses Spiel auch nicht mehr, außer ein paar Ausschnitte, die ich mal gesehen habe. Und von daher müssen wir uns hier alle mal gemeinsam überraschen lassen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich habe wirklich nur das Steuerungssystem einmal kurz angetestet, meine Einstellungen gefunden und so weiter. Also werde ich auch nicht spoilern können. Hier stand gerade ein Mädel oder ein Kind oder wie auch immer. Ich glaube, ich laufe da einfach mal hinterher. Da ist er ja. Oye, Kiko. Hola, hola, muchacha. Hey, da ist eine Pappkiste. Vielleicht kann ich da reinspringen. Ja. Ah, nee, kann ich nicht. Maus 1 aufheben. Ah, ich bin eine Hilfebox. Kann dir helfen. Ja, dann mach mal. Es gibt an Anleitungsboxen, die wichtige Dinge erklären können. Ein Frosch zum Beispiel. Weiter. Also suche nach Hilfe und Anleitungsboxen, wenn du nicht weiterkommst. Ja, und jetzt? Kann ich hier mit der Kiste im Kopf rumrennen? Wie geil. Ja, okay. Zahnräder. Scheiß auf die Box. Okay. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie raufkommen aufs Dach. Aber das wird wahrscheinlich genauso gehen wie hier gerade eben, ne? Zack, hier hoch. Hopp. Und darüber. So, wo ist mein Muchacho? Kann ich den Reifen aufheben? Nein. Oh, ich kann hier wieder was rausziehen. Nice. Ja, das ist so eine Kinderpuppe. Ja, witzig. Jetzt bin ich in ein Loch reingefallen. Und nochmal außen rum. Ja.
will aber hier lang gehen, komm. Ah, das geht offensichtlich nicht. Okay. Warum nicht? Ah, alles klar. Ich hoffe, das ist weder zu dunkel oder so für euch. Bei mir passt das gerade einigermaßen so. Guck mal, da ist die Göre. Ja, habe ich wohl, wa? Haben wir gut gemacht irgendwie. Toll, die kann immer Abkürzung nehmen und ich muss hier den ganzen Weg um außen rum latschen. Das ist ziemlich unfair. Oh, Blumen. Ah. Haben wir scheinbar nicht viel für Romantik übrig hier. Hm, gut. Na gut. So eine kleine Pippi Langstrumpf ist das. Okay, ich muss wahrscheinlich diese komischen Häuser hier auf diese Stellen bringen. Okay, alles klar. Aber gut. Ah, links. Ich kann sie auch abstellen. Ich habe sie die ganze Zeit geworfen mit der rechten Maustaste. Zack. Und noch einer. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich da schon rüberkommen kann. Der ist irgendwie doof. Den muss ich mal anders hinwerfen. So rum. Ja, das ist geiler. Aha, der Heilige Gral. Hey. Ruckelt sich gerade an ab, irgendwas wird hier geladen. Achso. Ja, ich muss das Ding wahrscheinlich aufdrehen. Ich hoffe, das ruckelt nicht zu sehr bei euch. Also da will ich irgendwie hoch. Das sieht ziemlich interessant aus. Ach geil, ich habe ihr die Tür aufgemacht und die Tür geht wahrscheinlich wieder zu, wenn ich da weggehe oder so. Ja. Okay, ich kann da also innerhalb von einer bestimmten Zeit rüber dackeln. Dann drehen wir mal die Hürde hier auf. Ja. War irgendwie not so smart. Ähm.
Aha, probieren wir mal den hier aus. Na gut. Das hilft mir aber überhaupt nicht weiter. Aber gut, das wir werden jetzt mal alle Schlüssel einmal ausprobieren und schauen, wie wir da zurechtkommen. Der geht dahin. Der würde dahin gehen, dann kann ich darüber springen. Ah, eventuell hilft das ja. Oh nö. Haha, hier ist noch was. Tada. Gut, da kriege ich meinen letzten Block. Geht bloß in die richtige Richtung, du Mistvieh. I guess... Oh nein! Ich glaube, ich habe schon verkackt. Komm, lauf, 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 lauf! Nein, ich will rein, ich will hier rein! Okay, let's try it again. Schneller wird's wohl nicht gehen, ne? Ach so, ne, gut. Was denn gehen? Oh, hier ist auch noch irgend so ein Haus. Kann ich da auch irgendwie? Oh. Der Schlüssel ist wohl irgendwie schwarz. Ach, ich kann die einfach wieder alle zurückbauen, stimmt? Stimmt. Now that should be much faster. Right. Okay, sie ist tatsächlich da oben. Aha. That's the deal. Ihr merkt schon, ich bin hochkonzentriert. Ich laber nicht so viel.
könnte mir vorstellen, dass er eine bestimmte Position haben muss. Ich glaube, so ist gut. Da, 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 da. So, läufst du wieder weg oder was? In die Falle getappt und tschüss. Oh, in Slow-Mo hier. Ich kann sogar nur der weißen Linie nachlaufen hier. Ich kann mit der Grafik ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Für so ein Indie-Game. Holla. Das ist übrigens mit der Unreal Engine gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau welche, Unreal 3. Hey, warte mal. Das sieht doch aus wie ich da in dem Auto, oder? Ja. Und das wird dann sicherlich nicht mein Vater sein, aber... Who knows? Ist das ein Roboter? Who the fuck is that? Wir müssen zurück zum Monster? What? Wie Monster? Anu? Okay, ist das eine Hilfekiste? Hey, mir fehlt ein Schuh. Okay, und wie? Ah, nice. Ich will trotzdem mal kurz in diese Kiste gucken. Das ist Lula, dann genialer Roboter. Hey, nice. Ja, das habe ich verstanden. Kann ich jetzt mit ihm springen? Offensichtlich kann ich nicht springen. Geil, totaler Troll. Oh, herrlich. Ruckelt das gerade ein bisschen viel? Es ruckelt auch bei euch, ne? Ja, natürlich ruckelt das bei euch. Okay. Ah, nice. Was machen die wohl? Probier mit dem aus. Lula. Ah.
klappen die ein oder fahren die darüber? Ah. Nice. Jetzt. Hey, hier war ich doch schon mal. Ah, der ist jetzt aktiv. Und wo geht er jetzt hin? Ein geiles Game. Ah, dann haut mal ab da, Freunde. Ist das zu fassen? Alter, wer hat sich das nur ausgedacht? So, wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt da hinten das Gitter weg. Oder auch nicht. Ih, der rennt da barfuß durch, ey. Ah. I supposed to get there. Ah. I do understand. Was hat das eigentlich mit diesem riesen Vogel auf sich? Ginsal oder so heißt er. Ach, jetzt ist das Ding zu, oder was? Ah, whatever. Dafür ist bestimmt was anderes aufgegangen. Checkpoint. Das hört sich nach einem Monster an. Oh my god. Na, wo ist das Vieh? Da ist es. So in rosa sieht er eigentlich ganz nett aus. Gehen wir da jetzt einfach mal daher. Ah, scheiß drauf. Warum nicht? Ihr wollt doch bestimmt auch sicherlich wissen, wie der so drauf ist, oder? Hä? Kann so ein Riesenvieh verschwinden. Na gut. Ich glaube, irgendwo muss hier dann noch ein versteckter Kasten stehen. Ja, so wird's sein. Da ist er.
Ja, da muss ich von da hinten irgendwie dahin. Also, wie kommen wir da hin? Auf dieses Rohr. Komm mal wohl. Unheimlich. Ja. Hey, warte mal. Okay. Ist da Wasser auf diesen Kisten drauf da drüben? Jetzt klaust du mir bestimmt die Kiste. Ja, sicher. Ey, du blöde Kuh. Das findest du witzig? Oh mein Gott. Was passiert denn, wenn ich da jetzt... ich gehe da mal rein. Was soll der Schrott? Isn't even funny. Gehe ich irgendwo anders lang. Finde ich hier noch eine weiße Kiste. Ja, das ist doch so eine komische Figur. Echt jetzt? Die haben hier so eine... Hallo, warum bauen die hier sowas hin, wenn hier nichts ist? Ah, Game Designer. Da wäre ich fast runtergeflogen. Ja, und sie ist natürlich immer noch da. Ich bin ein bisschen ratlos, was ich mit der Alten anfangen soll. Komm, setzen die auf den Kopf. Fehlt etwas? Nee, es fehlt eigentlich nichts. Die Geburtstagsgeschenk. Hilfreich. Okay, let's try this one. Da, 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 da. I see. So, du wirst noch deine richtige Freude haben da vorne, Mädel. Bist bereit, Alter? Ah, wie findest du das? Ah, wie gut. Ich weiß gar nicht, wie man sich selbst so beäumeln kann, aber egal. So.
glaube, ich schleiche lieber. Ah, scheiß drauf. Händler. Jo, Digga, wir können doch bestimmt ganz tolle Freunde werden, oder? Hey. Was geht? Oh, mein Gott. Ich dachte, da fängt eine Zwischensequenz an, aber nö. Wo soll ich denn jetzt hin überhaupt? Ich meine, ich kann da jetzt springen, aber... Egal. Wo soll ich denn hin? Ich glaube, ich sollte mal so einen Pappkarton essen hier. Du kannst auf die Monsterbauch... Ja, das habe ich verstanden. Und dann bewege die Kamera, um dich vor einem Sprung zu orientieren. Ja, habe ich verstanden. Dann zum Springen. Juhu. Ja, und ich weiß... Ach so, hey, cool. Und tschüss. Tja. Sesam, öffne dich. Hey, hier ist doch irgend so eine Kugel. Okay, davon haben wir noch ein paar mehr. Werfen da mal ein bisschen rum. Drei Stück also. Und ein Fußball. Oh. Okay, wir haben hier einen kleinen Del Piero. Gut, dafür brauche ich also ein bisschen mehr Gewicht, damit ich die komplett ausrollen kann. Tja, Freundchen, dann würde ich sagen, legen wir mal eine kleine Spur aus. Das Ding tun wir hier hin. Ah. Jetzt kicken wir dich mal ein bisschen an hier. Hallo. Hey, Freundchen. Cool. Hey, wo ist der Ball hin? Ah, hier. Da ist noch eine. Hier. Hallo. La la la. Oh. Ja, und noch eine. Und hier wächst auch noch eine. Hey. Hallo. Aha. Danke dir, Dicker. Du warst mir eine große Hilfe. Wie gut. Ich dachte, der ist gefährlich. Hier beim Baron. Alles klar, Digga? Ja, ich suche dir was zu essen, Digga. Ganz ruhig. Aber wir brauchen also ein paar mehr davon. Ah.
Da, nimm. Ja, ja. Hey, du kannst ja nicht alle essen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich jetzt hier mit dir anfangen soll, Digga. Hast du nicht langsam genug? Ja, ich weiß, du willst an die anderen auch ran. Na, meinetwegen. Hallo. Da. Sollst du sie halt alle haben. Das wird schon seinen Grund haben, warum die hier liegen. Ah, er legt sich wieder hin. Sehr gut. Kann ich hier rüberspringen. Genau, schön heuer Bubu machen, ne, Digga? Gut. Irgendwie chillig hier so in der in dem Spiel. Wie gut. Sagt Monster, dreht sich das ganze Ding. Ich glaube, der fühlt sich ziemlich verarscht, wenn er wieder aufsteht. Mach dir keine Sorgen, Digga, du kriegst eine Belohnung. Hier, ich sehe hier schon wieder. Reichlich fressen. Mehr nicht. Gut. Da oben sind auch welche. Die größte Frage ist vielleicht, wie ich dich aufgeweckt kriege, ne? Ja, Schwergewicht, habe ich verstanden. Gut. Hier, komm, steh auf. Gib was zu futtern. Jo, 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 jo. So ist es. Hervorragend. Maneo Papo, o matone do susilo. Ach, plötzlich redest du wieder mit mir, ja? Klasse. Oh. Hey Digga, du musst hier hin. Ja, 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 ich hab's. Fuck. Hast du sie schon alle aufgegessen? Mann, du gefräßiges Vieh. Komm her. Zack. Komm her. Ist das jetzt ein Bug? Das ist jetzt ein Bug. Geil, das ganze Ding ist wieder ganz runtergegangen. Tja, dann... Ja, ich weiß, du möchtest da gerne ran, aber... Die Game Designer haben hier einen Bug eingebaut. Das ist scheiße, ne? Was soll ich jetzt machen? Wie er dieses komische, diese komische Frucht ansuchtet, ey. Let's try this way. Ja, ja, komm, Alter. Ey. Ja, Alter. Hierhin, holla, holla. Da. Oh nein, das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Die Alte hat gesagt, ich muss das machen. Ja, ich weiß. Das ist scheiße, ne? Ich guck mal, ob ich dich da wieder rauskriege.
Diese Drecksau. Da kommen wir nicht ganz rüber, gell? Let's try this way. Okay, das... Okay, da kommen wir doch ganz rüber. Lula! Lula! Wie kommen wir da jetzt rauf? Aha. Ja, komm, zur Belohnung kannst du wieder eine Frucht fressen. Ja, alles wieder gut. Alles wieder shiny. Siehste. Alles nicht so schlimm, ne? Da. Oh, er hat noch mehr gefunden. Nice. Hey Digga, wo bist du denn jetzt lang gelaufen? Ah, I see. Ja, hau mal einen Schlag rein da. Okay. Frösche. Lecker, lecker Frösche. Ja, Frösche. Dreh jetzt durch. Na dann hinterher. An die Frösche ran? Könnte das sein, dass du Franzose bist? Etchebetch. Okay. Dann gehe ich halt schlafen. Tja. I don't quite get it. Aha, cool. Da hast du dich schlafen gelegt. Alter, da ist gerade ein ganzer Stadtteil verschwunden und du schläfst immer noch? Ja, siehst du? Komm her. Ja. Nee, du musst hier hin, musst du. Da musst du drauf. Ja, habe ich verstanden. Scheiß Frösche, ne? Ja. Ich regel das. Okay. I guess. Okay. Also versuchen wir das nochmal. So. Oh, hätte ich nicht einfach wieder dieses Rohr drehen können?
Drücken? Nee, nicht drücken. Hey, warte mal. Kann ich hier trotzdem die Treppe hochlaufen? Offensichtlich nicht. Ja, ja, ich würde ja gerne einen Frosch geben, aber die sind ganz schön groß. Und ich kann damit die Treppe nicht raufrennen. Also... Ja, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich. Aber... Aber ich muss wohl diese Pappkiste lesen. Behutsam ab. Okay. Hey, Frösche klatschen. Tut mir leid, Digga. Du auch. Komm, wir versuchen das nochmal, Digga. Hey. Ja, keine Frösche mehr übrig. Ne, 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 hier, ja nicht schlafen, Freundchen. Hallo? Hier. Da. Wie kann man nur immer so müde sein? Kann ich das auch aufheben? Nee. Okay. Das Ding ist immer noch nicht an. Hatten wir da hinten nicht noch eine Frucht übrig? Nee, hatten wir nicht. Tja. Da hinten sind Zahnräder. Sind hier schon wieder Frösche? Na klar, sind hier schon wieder Frösche. Aha, hey, ihr müsst nur meinen Kumpel hierher locken. Yep. Wenn du so freundlich wärst und hier noch mal ein, zwei Minuten lang Frösche anguckst, ich bin gleich wieder da. Okay, Digga, hier sind mehr als genug Frösche. Okay. Ich glaube, Frösche essen sollte er nicht. Ich habe gesagt, gucken, nicht anfassen.
Ja. Oh, der hat mich abgefackelt. Ja. Ich überlege mir was. Vielleicht eine Dusche oder sowas. Tja. Ach, die regen ihn auf und die Früchte, die... Oh, kann das sein, dass ich jetzt viel weiter springen kann? Ja, ist wohl so. Und fliegen kann ich auch. Ich glaube, ich muss ihn durch diese komischen Felder da auf dem Boden locken. Richtig? Hey! Aha! Okay, hier fehlt noch was. Ich hab's verstanden. Abhauen. Wo sind denn die restlichen von den Dingern? Irgendwo muss hier doch noch ein Schlüssel sein. Ja. Irgendwie kann ich da nicht hochklettern. Aber da ist noch irgendwas. Aha. Das dürfte reichen. Komm, auf essen. Heißt Cooldown-Frucht. Oh, ein Glück ist das Vieh weg. Alles wieder klar, Digga? Muss ich doch wegen dem Frosch nicht so aufregen.
silo. Se vota se. Doso adilama. Irgendwie regst du mich ganz schön auf, du blöde Kuh. Hat sie nicht gerade gesagt, ich soll da nicht reintreten? Okay, let's see. Another thing from our past. Moment. Der Typ da soll das Monster sein? Tamaemu, to faha pao papo. Sa, noe? Leona, fasolaya. Achetanu. Asu, omo? Asevo, fasora su o papo. Ue? Sa ue onai sedana. Amaye etao chaman. Lea ete darahu. Na sicher schaffen wir das. So gar kein Ding. Ja, Alter, wir müssen zu irgendeinem Schaman, Digga. Wir sehen uns dann später wieder. Lalala. Okay, oder du kommst mit. Ne? Ich würde auch sagen, hockst dich erstmal eine Runde hin. Ne? Und ich glaube, damit, meine Lieben, sind wir am Ende vom, naja, Let's Play. Auf jeden Fall nicht Let's Play Through. Also, ich hoffe, das hat Lust auf mehr gemacht und ihr habt Bock, das Game zu kaufen. Ich find's geil. Und mit den Bildern und diesen Worten möchte ich mich dann verabschieden.